Sehr gerne. Wir freuen uns natürlich immer, wenn Sie sich die Zeit nehmen, uns auch ein bisschen Einblicke zu gewähren und auch ein bisschen aus Expertisen sich zu sagen, wie schauen wir denn aus? Es gibt viele Diskussionen darüber, wie geht's mit Corona weiter in Europa, auch in Österreich wird da jetzt weiter gelockert, obwohl es nach wie vor natürlich eine Pandemie gibt. Und auch die Regierung hat immer wieder gesagt, die ist nicht vorbei. Das heißt, wir müssen das weiter beobachten. Eine große Frage ist immer, wie behandeln wir und wie gehen wir weiter mit diesem Virus um? Und da gibt es zwei Möglichkeiten, die Impfung und die Medikamente. Wollen jetzt mal zum Anfang ein bisschen über die Medikamente sprechen, auch hier ein bisschen Klarheit vielleicht hineinbringen. Jetzt gibt es mehrere Medikamente, die schon angewendet werden in mehreren Ländern, auch kurz davor stehen, dass sie bei uns zur Anwendung kommen. Eines, das viel durch die Medien ging, war das Medikament Paxlovid, ist von BioNTech Pfizer, hat jetzt die ersten klinischen Studien oder die Hauptstudien eigentlich alle durchlaufen, ist ein Medikament allerdings, das für Risikopatienten gedacht ist und in einem sehr frühen Stadium gegeben werden sollte. Wie sieht es denn aktuell tatsächlich aus weltweit mit ernstzunehmenden Medikamenten? Gibt es mittlerweile neben diesem Paxlovid auch Medikamente, wo man sagen kann, da haben wir die Hoffnung, dass uns das jetzt wirklich endlich weiterbringt? Ja, im Moment oder grundsätzlich gibt es drei Ansätze, zu Medikamente zu entwickeln. Das erste sind natürlich Antikörper. Das Problem mit Antikörpern ist, die müssen injiziert werden, also entweder intravenös unter die Haut oder intramuskulär. Mhm. Und sie sind zur Großanwendung deshalb nicht geeignet. Das zweite sind dann genannte Proteasehemmer. Und das Pfizer-Medikament ist ein Proteasehemmer. Die sind ausgezeichnet. Pfizer hatte sehr gute Ergebnisse in den klinischen Studien. Und das dritte sind das sogenannte Polymerasehemmer. Gilead's Remdesivir ist ein Beispiel dafür und das andere Mittel, das in Amerika zugelassen ist, ist ein Mittel von Merck. Den Namen kann ich mich nicht mehr erinnern. Mhm. Und wie Sie schon gesagt haben, das Problem das Problem mit allen diesen Mitteln ist, sie müssen, wenn man sie gebraucht um eine Infektion zu behandeln, die müssen sehr früh im Infektionsstadium angewendet werden. Zum Beispiel, ich weiß das von Tamiflu, das ist das Grippemittel, das muss innerhalb von 48 Stunden, wenn die Symptome auftreten, angewendet werden. Wenn man länger wartet, dann ist die Wirksamkeit sehr, sehr gering oder null. Mhm. Aber natürlich, diese Mittel werden ausgezeichnet geeignet für Prophylaxis, also um die Infektion zu verhindern.